So, wir sind wieder da. Wir spielen immer noch Mafia 3. Das Spiel kommt heute raus. Und Gregor ballert immer noch zu Striptease-Musik auf Haitiana. Ja, und wir spielen noch Mafia 3. Ja. Oh, warte mal, ich gehe aber mal kurz zurück, weil ich hatte gerade so einen richtig geilen Takedown gemacht. Ja, wir haben gerade, also die, an sich sind die Trefferanimationen sehr cool, ist uns gerade aufgefallen. Also das Feedback, wenn man sie trifft. Aber offenbar gehen auch ein paar Animationen gerne mal schief. Ja, genau. Ich habe mein Takedown-Move quasi hier bei diesen, bei diesen Fässern gemacht. Und da liegt gerade Kollege Schmalspur-Hans hier. Er bietet sich dir lasziv an. Das ist so ein bisschen, das gut, du hast mich umgeworfen, dann nehme ich auch. Ey, das Gesicht auch. Warte mal, wir kommen ja leider nicht so richtig dann dahin, aber der hat wirklich schon seine besten Tage hinter sich. Ja. Also wir spielen die Mission, die wir gerade hatten, schon nochmal, machen jetzt aber die gewalttätige Version, weil die Musik ist für mich jetzt schon ein echtes Problem. Ich hoffe, das ist ein Bug oder was auch immer, weil es ist wirklich, es nimmt der ganzen Sache total den Ernst. Ja. Wenn man hier zu Jive Bunny and the Master... es stimmt. Also es spiegelt nicht die Situation wider, in der ich mich gerade fühle oder sowas. Ja. Ob das jetzt irgendwie ein Rachefeldzug oder sonst was sein will, sondern ich bin mir meiner Sache schon sicher als Charakter und das ist ja eigentlich nur, die können mir alle nichts und die kill ich jetzt alle. So fühlt sich das gerade im Moment an. Ja, da kommt schon der Nächste. Zack. Aber das meine ich, also die fallen ganz nice um. Obwohl man sowas natürlich nicht schön finden darf, aber sie tun's. Und also ich hoffe zum Beispiel, dass die Mission jetzt, das ist mir immer wichtig bei GTA auch immer gewesen, du spielst die Mission und es kommen überraschende Wendungen innerhalb der Mission, ne? Dass sie quasi, dass das Gameplay sich auch ändert, dadurch, dass irgendwas schief geht. Und dann, ne, dann explodiert das Auto, du musst mit dem Motorboard weiterfahren, dann kommt die Polizei. Also dass es variantenreich ist, weil was ich bis jetzt von Mafia 3 gesehen habe und auch hier, und das ist die erste Mission, muss man dazu sagen, explodiert das nicht, ist ein, baller dich halt durch oder schleicht dich durch, aber es passiert eigentlich nicht viel. Eieiei, da ist scheinbar noch einer. Nee, doch. Okay. Oh, shit. Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. So, und jetzt mal. Nee, scheiße, bist schon wieder tot. Kann ich meine. Hier, ich kann noch meine Adrenalinspritze bestimmt mal reinjagen. Wenn du bewusstlos bist. Das geht nur ganz knapp vor Ende. Ganz knapp davor, ja. Ich war zu gierig am Ende da. Sind die alle doch nacheinander rausgekommen. Wie ist das jetzt mit Safe? Da war ein Checkpoint anscheinend. Also ich kann noch mal probieren, jetzt manuell zu saven, weil das sollte normalerweise auch gerade bei der Art von Spielerin sein. Gerade der erste Teil war Quick Save, Quick Load eigentlich die ganze Zeit. Ja. Also die Leute, was sie am meisten aufregt, ist tatsächlich die Grafik. Also ich finde die Grafik auch nicht super zeitgemäß jetzt verglichen mit was auch immer. Den Highlight sozusagen aktuell. Aber was wir hier sehen ist stimmungsvolle Mittelklasse-Grafik, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Gerade was Animationen, Figuren, Effekte und Beleuchtung angeht. Vielleicht ist die Umgebung ein bisschen detailarm und die Sichtweite scheint auch, also der Dunst verzieht scheinbar nie. Ja, wir hatten hier gerade recht, du hast gesagt, recht dunstige Locations. Und das, was mir grafisch bisher am wenigsten gefiel, war tatsächlich so die Anfahrt draußen mit diesem Sumpffahrzeug, weil da sah es eben aus, als ob wir nichts sehen. Ja? Mhm. So einen schwarzen Schatten, wo wir drauf sind und der Rest war weiß. Ja. Ansonsten will ich das auch noch nicht nach einem sumpfigen Gebiet hier beurteilen. Also das hier, das kann es ja eigentlich keinem so direkt zeigen. Ja. Also die Leute sagen, es ist immer noch eine Art Tutorial, was wir hier sind, machen, aber ich finde, für ein Tutorial ist das schon zu ausufernd, diese Strecke, die man hier, die sich durchkämpfen oder schleichen muss. Ja, fühlt sich schon an wie das Spiel und man kann das schon als Mission bezeichnen. Ja, natürlich. Also klar, du machst ja auch ein Tutorial mit einer Mission. Ja. Und Ziel der Sache hier ist es wahrscheinlich erstmal, dass du hauptsächlich das Schleichen übst, aber dass du dich zur Not auch durchballern kannst. Ich habe es jetzt eben ein bisschen zu eilig, weil wir das hier on-air ausspielen und zumindest einmal geschafft bekommen wollen. Ich habe schon gesagt, ich werde es auch eh nochmal ausführlicher spielen, damit ich es am Montag bei Gameplay Stadium mal vorstellen kann, dass ich hoffentlich ein paar Stunden dann schon Intros habe. Gibt es eine Erklärung, dass wir hier alleine das machen müssen? Haben wir die bekommen, haben sie jetzt nicht genannt? Weil war vorhin in der Cutscene, dass jemand von anders sich von der anderen Seite zuschleicht und wir von der Seite uns durchkämpfen? Irgendwie sowas war das hier. Also weil ansonsten haben die Leute recht, ne? Man kommt quasi aus Vietnam zurück, sagt, ey, die Haitianer sind ein Problem. Und dann soll man es auch schon alleine aufnehmen mit ihrem ganzen, mit ihrer Basis. Ja. Es ist schon ein wenig drüber vielleicht. So. Pfeifen. Wollen wir auch nicht sehen. Es war nach links, glaube ich. So, genau. Komm mal her.
Aber theoretisch, wenn man die alle mit den Pfeifen anlocken könnte, ja. Das ist ja jetzt noch weit unter Metal Gear Solid Niveau zum Beispiel, guck mal, wie weit dann eben der Kreis dann auftaucht. Jetzt kann ich schon. Ja? Ja. Also ich war nicht eine Sekunde in Gefahr gerade hier. Ja. Und der hat auch so agiert. Ja, ich geh mal hin. Mal gucken, was passiert. So, vorsichtig. So, gepfiffen. Dann kommt er rein in das kleine Häuschen. Ich sehe es ja unten auf der Karte. Mhm. Geht er drumherum. Guck mal, was los ist. Was geht denn hier? Hoffentlich steht da keiner ums Eck. So wie der hier. Mhm. Boff. Ja, also diese Taktik, wenn die sich durchs ganze Spiel zieht, dann kann das, sagen wir mal, in Fließbandarbeit ausufern. Ja, bei Metal Gear war es ja auch zumindest, du hast irgendwo drangehauen an die Wand und hast dich dann aber von der anderen Seite nochmal angeschlichen, weil du diese Methode hätte dann nicht funktioniert. Ne? Mhm. Es ist aber dann wohl auch kein Stealth-Spiel, sondern es hat Stealth-Elemente. Und wie bei vielen Spielen, die solche Elemente nicht als Hauptspielziel haben, es ist simpler verbaut, ja, mhm. Weil niemand will dann sagen, oh, ich komme da nicht vorbei, weil die Stealth-Sequenz nicht funktioniert hat und ich wollte eigentlich ein Open-World-Action-Game haben. Ja. Die Leute fragen, hatten wir am Anfang die Wahl zwischen Schwierigkeitsgraden? Oder? Ja, hatten wir. Ich habe es alles auf normal gelassen. Okay. Also man kann easy, normal und schwer dann machen. Und ich gehe bei sowas dann eigentlich meist immer auf normal, weil irgendwas haben sie sich wohl dabei gedacht, das so zu balancen, wie es gebalanced ist. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet dann, ne? Weil ich spiele ungern dann irgendetwas auch schwierig und dann heißt es nur, dass die Leute dann mehr Energie haben oder sowas, ja? Weil es ist für mich kein Schwierigkeitsgrad, sondern es macht das langwieriger, nicht schwieriger. Ja. So. So, jetzt ist zum Beispiel auch die, ich finde das immer ein bisschen albern, dass die alle ausgeschaltet werden müssen. Kann man drum rumschleichen? Nee, ne? Nee, das ist der einzige Weg da nach oben hin. Ich überlege gerade, ob du... Also hier, ich könnte mal von der linken Seite es ausprobieren. Du könntest auch mal versuchen zu pfeifen. Den Weiter weg und dann aber auch rauslaufen aus der Deckung und die umlaufen. Okay. Also dass die alle weg sind. Ich weiß nicht, aus welcher Entfernung man pfeifen kann. Okay, lass mal gucken. Ja. Ey, aber wenn jetzt nur einer kommt, dann hau ich die alle nacheinander weg. Okay, das ist albern. Das wäre jetzt wirklich geil. Okay, Nummer 1 kommt ins Haus, wird ausgenockt. Das wäre der Hammer. Und du pfeifst jetzt alle nacheinander hier. Das wäre der Hammer. So, Nummer 1. Ratz. So, genau, bleib im Haus. Warte mal, ich glaube, die sehen dich. Oh ja. Guter Schuss. Okay. Oh oh. Okay. Na gut, immerhin haben sie dich gesehen, aber... Okay, das Schrot hat ihn nur ein bisschen geblendet. Okay. Das war eine Schmalspur, ne? So, komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein. Okay. Was auch immer er da gemacht hat. Gib mir die... Oh, gib mir die... So. Oh, oh. Pratz. Ich glaube, es war trotzdem die richtige Taktik, einfach im Haus zu bleiben. Kann ich mir die Waffe hier endlich mal nehmen? Ne, die hat keinen Schuss drin. Ja, die kommen jetzt alle, glaube ich, auch gescriptet von da hinten. Mhm. Jetzt die Pornomucke läuft wieder. Ja, das ist tragisch. Weil das nächste Mal sind die ja auch von da hinten. Warte mal, der schleift sich da noch rum. Oder ist das nur ein... Ne, doch nicht. Scheint weg zu sein. Scheint weg zu sein. Lass uns... Wir drehen uns um und machen weiter Smalltalk. Ja, von welcher... Da oben. Oh, das habe ich eine Magnum gerade genommen? Ja, oder sieht das besser aus. Das kannst du da dem Haus, wenn du den erwischt, ja. Tust du. Oh, von hinten kommt einer. Oh. Ja, geh wieder ins Haus. Genau. Ja, ich geh wieder ins Haus. So, jetzt siehst du da unten, ne? Kommt da ins Haus von links. Oh, ja, sehr gut. So, geh da rein. Steh da davor. Steht scheinbar da vor und weiß nicht, wie er reingehen soll. Jetzt kommt er von links. Kommt er von da, ja. Okay. Da steht er. Mhm. Jawohl. So. Das gute alte Haus. Oh oh. Oh, da hat er sich aber gut erwischt. Ja. Also, Schwierigkeitsgrad recht amtlich, finde ich, für so eine Einführungsmission. Ja, also ich spiel's nicht allzu gut jetzt im Moment. Nee, du bist jetzt nicht super gut, aber ich sag mal, da gibt's...
Also ich hätte, ganz andere Spieler. Ich hätte mich auch wohl von der linken Seite entlang schleichen können, wie du es gesagt hast. Ich wollte jetzt gerade die Methode probieren, die einzelnen ranzulocken. Ja. Die nicht ganz so geklappt hat, wo der ist da hinten irgendwo. Guck mal, da ist auch ein Health Pack weiter hinten oder so. Siehst du es auf der Karte? Ein bisschen ja, da. Tatsache da. Na, oder irgendetwas ist da. Vielleicht ist das auch mein Ziel. So, ich habe noch 4 Shotgun-Schüsse plus nochmal 4 dazu. Wo ist er denn? Ja, hier rennt schon ein hastiger Alvin durch die Gegend. Ja. In einer Viertelstunde, nee, in 10 Minuten geht's dann los mit der Pre-Show von Beards. Holy fuck. So. Okay, da hinten wird geballert. Komme ich denn irgendwie noch... Oh, warte mal, da nehme ich noch die kleine Waffe mit. Ja, die werden sich bestimmt was Schönes ausgedacht haben gleich für Beards. Und es ist alles schon perfekt vorbereitet. Das ist einfach nur, damit Alvin genug Training bekommt. So, du schleichst dich jetzt gerade Richtung Health Pack oder was? Oder vermeintliches ja. Health Pack. Mal gucken, ich bin mal sehr gespannt, genau. Ist ja im Grunde, kann ja keiner drin sein. Oh, jetzt kommt schon wieder einer angerannt. Aber er sucht sich woanders, alles klar. Da. Ah, okay, und jetzt hast du wieder deinen Adrenalin-Stuff, den kannst du dir jetzt wieder reinhauen. Okay, jetzt könnte ich wieder dann... Jetzt kannst du dich wieder heilen, ja. Ja. Ich hoffe, dass die auch endlich sind, also nicht, dass da irgendwie du, wie so ein Clowns-Auto, ne? Ja, ja. Dass da einer nach dem anderen rauskommt. Kannst du mal versuchen, da oben lang zu laufen? Ja. Oh, da. Da war ja was, ne? Von wo gucken sie mich aber an? Ist das von oben von dem... Der steht meistens oben links hinter der Da Barrikade. Ist einer hinter mir. Ach was? Vorsicht! Oh, wow, wow. So, heim. Adrenalinspritze, okay. Unten. Okay. Das war die ich aufgesammelt habe. Alles klar. Kann ich mir noch eine holen? Nein. Okay. Das klingt nicht so nice. Von wo macht ihr denn gerade? Also es ist offenbar war diese Mission darauf ausgelegt, dass du hier komplett ungesehen durchkommst, nur durch Ausnocken und so weiter. Weil ich finde das schon recht amtlich, was sie dir hier entgegenstellen. So, hier geht's rein. Jetzt hier ganz am Ende gibt's noch mal ein paar Spritzen, falls man keine mehr hat. Vielleicht solltest du auch eine andere Waffe auswählen, weil du hast nicht mehr so viel Schuss, ne? Ja, aber ich kann die andere dann. Moment, ich glaube. Das ist der. Hättest du mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch! Sag mal! Ich glaube, du sollst mit ihm sprechen, mit dem angeschossenen. Bullet Sponge. Da war er versteckt, nicht oben. Uwo Anjen Bata! Fick dich! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajisi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten, keinen weißen Leuchten. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Ja, warum nicht? Okay. Einmal Genick geknackt. Und da, seine Sklavinnen. Du bist jetzt frei. Er war mein Ehemann. Du Gänsekusser! Du Schweinehund! Schwein der Hölle! Beruhig dich! Okay, zukünftige Ehefrau? Nee. Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht. Mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Haitianer. Okay. Oh, es geht noch weiter. Okay.
Der Wichser hat Bakker getötet! Verbrennt ihn! Verbrennt ihn? Ich hab keine Schuss mehr. Okay. Ah! Eieiei. Okay, Molotows und Granaten. Selber zielen mit der 1. Sprengladung. Also, okay. Okay. Man sieht sie noch nicht auf der. Ah ja, das unten. Das ist, ja. Das ist zu heiß! Allee, allee! Allee, 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 allee. Der kommt hochgelaufen. Wir müssen ihn umlocken, ja. Hey, dieser Catcher-Move. Der Rock Bottom hier die ganze Zeit. Alter Verwalter. Der Dreckskill soll brennen! Haha. Jetzt hab ich dich. Ich muss schnell nochmal die Adrenalinspritze mitnehmen. Hab ich sie? Doch, zwei habe ich jetzt. Also ich muss zu dem Dreieck. Dem warmen Viereck da hinten. So. Ich kann auch hinten durch, oder? Ich kann doch eigentlich. Ja, lass sie immer stehen. Müssen ja nicht alle umnieten. Ja. Muss einfach nur hier nach hinten. Okay. Aber ich muss echt sagen, mir ist Lincoln bis jetzt echt hart in so einem Punch. Ja, das ist kein. Der fackelt ja nie. Das ist, guck mal, jetzt haben sie die Tür hinzugemacht. Moralische Entscheidung, nein. Und da ist mir auch egal, ob er ein Kriegstrauma hat. Das muss ihn ja nicht zum Arschloch machen. Ja. Von mir durch hinter mir! Oh, komm! Ey, du dumme Sau! Ja, die verziehen ordentlich die Waffen. Ah. Aber du startest es ja wahrscheinlich ab dem. Ab dem Kampfstelle. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob man auch selber nochmal speichern kann im Menü hier, aber ich schätze, da müsste ja ein Checkpoint sein. Ja, guck mal, ob man speichern kann, das würde mich auch mal interessieren. Also, wäre ja untypisch, ne? Für. Oder wie war das früher? Dass man ich habe den ersten wirklich viel Max Payne gespielt, also mit viel Quicksave und Quickload auf dem PC. Mhm. Beim zweiten, es müsste eigentlich auch eine manuelle Speicherfunktion gegeben haben. Das haben sie ja wohl nicht nur wie bei GTA-Spiel. Guck mal, Checkpoint-Lagen. Nee, es ist nur wirklich über Checkpoints dann. Okay. Also du kannst nicht selber bestimmen, ich schätze entweder normalen Checkpoint in der Mission oder wenn du gepennt hast. Mhm. Was gibt es hier eigentlich noch? Dabei 2% meiner Pin-Up-Sammlung, natürlich. Mhm. Ja, stimmt, wir können mal das Spiel so ein bisschen. Was gibt es denn hier noch so verbindet? Also, lass mal kurz erstmal schauen. Also, Karte, ganz normal hier in der Beifahrt. Wie lang ist die? Warte mal. Wie kommen wir hier raus? L2, achso, L2, Zoom, Minus. Also, können wir mal gucken, die Spieleumgebung. Das ist wahrscheinlich hier. Ja, hier sind wir in den Sümpfen und kommen bis hier oben dann hin. Mhm. Also eine abgetrennte Open World jetzt hier, oder was? Ja, naja, ich könnte mir vorstellen, guck mal, das sieht nach Flughafen doch hier oben aus, ne? Mhm. Ich schätze, das ist das ganze Gebiet hier, ne? Also hier unten ist es abgetrennt, weil hier dann die ganzen Sümpfe anfangen, wie das dann auch ausschaut. Und hier haben wir mehr das Innenstadt und das andere Gebiet. Also sieht solide groß aus. Kein GTA 5 groß, aber solide groß. Mich wundert es gerade, dass die ganzen Bezeichnungen erst aufploppen, wenn du drauf gehst, ne? Also es ist, mag für die Übersicht hilfreich sein, aber es sieht... Vermittelt den Eindruck, als hättest du noch nichts aufgedeckt. Genau, da wäre noch nichts da, wirklich. Aber warte mal, kann ich hier, okay, ich kann Ziele verschieden auswählen, wo ich hier und dann mir meine Waypoints setzen, aber ich weiß nicht, ob ich hier nochmal irgendwo eine Legende aufmachen kann. Ja. Egal. Abschussliste. Marcanus, Verbrecher, Imperium, also wahrscheinlich irgendwie solche Hunts. Also dann erst nach dem Tutorial, ne? Wahrscheinlich. Verbündete, oh, das klingt auch nach ein bisschen so hier Gangmitglieder, auf die man auf seine Seite gepackt hat durch Bonusmissionen. Journal, was bisher passiert ist. Sammlung, die Porno-Dinger. Option, wie wir es kennen. Spielanzeige. Können wir hier überhaupt irgendwas machen? Die Helligkeit maximal bei der Konsole. Mhm. Und Audioeinstellungen. Also ich habe jetzt auch auf Deutsch geschaltet. Man hat auch die anderen Sprachen hier zur Verfügung. Also für die Leute, die keinen Bock auf Deutsch haben, das Zeug ist da auch drin. Und natürlich zu My2K kann man die Verbindung herstellen, das Wichtigste. Das Allerwichtigste. So, versuch doch mal. Ich versuch's nochmal, ja. Versuch mal, kann man hier vielleicht aus der Seite raus oder so? Ja. Also ich find's immer geil, wenn man wenigstens die Option hat, einfach zu fliegen. Genau, irgendwo mal. Seitlich raus, nein, es ist alles zu. Doch, da. Tatsache.
Oder es geht weiter rein hier. Ja. Gut, nützt uns nicht so viel. Okay, mehr Molotovs. Das bringt uns echt nicht so viel. Hier in seinem Rape-Keller. Ja. Gut, dann schmeißen wir ein paar Molotovs. Und so, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir bekommen von der Regie angesagt, dass wir potenziell noch ein paar Minütchen mehr haben. Ja. Oh, wow. Ja, bei dem einen Molotov habe ich noch. Schmeiß mal den dahin. So. So, und jetzt rennen wir rechts einfach außen rum und lass sie alle liegen, die Leute. Ja. Die Regie sagt uns dann an, wenn wir Schluss machen sollen, ja? Richtig so? Sehr cool. Alles klar. So, ich hole mir aber auch mein Adrenalin noch mal extra hier. Jetzt haben wir drei. So, so. Jetzt. Weil das hatte ich, okay, das hatte ich nämlich vorhin auch schon gemacht. Versucht drumherum zu laufen. Ja. Die haben manche der Türen, guck mal, die haben die Tür am Anfang zugemacht. Ja. Also, dass ich nicht mehr auf das Suchgebiet von laufen. Kannst du so einen Schleichweg gehen, der da gerade war? Hier meinst du? Nee, ich glaube ja, nicht. Also ich kann über den links und dann da oben. Nee, nee. Der, okay. Da ist ein bisschen Sperrholz drauf. Da kann ich nicht hoch. Hm. Die Hose ist neu. Ja. Dann aber hier hinten zum Beispiel. Oh, oh, oh. Eine Leiter. Kann ich die hoch? Ah, alright. Gut, das ist dann eher nur für die. Ich frage mich halt, ich finde es immer wichtig, dass die Gegner nicht. Guck mal, hier kann ich nicht hoch, weil hier Stacheldraht. Ach, das ist albern. Das ist wirklich albern. Aber hier habe ich einen Vantage Point in meinem. Nee, ich habe gehofft, dass ich irgendwo da nach hinten komme, einfach wieder über das Wasser raus. Mhm. Und du siehst ja da hinten, da ist zum Beispiel kein Stacheldraht. Ich kann es ja mal probieren. So. Hier liegt noch einer! Nee, hier macht er auch nichts. In Position. Macht auf Feuerbefehl. So. Ganz rechts außen rum. Auch hier. Ja. Da, einfach das Fluchtboot. Das ist merkwürdig. Hier hochklettern. Nee, 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 nee. Ja, es ist doch, kommen in deine Richtung. Ja. Weil die. Die wissen schon ungefähr, wo ich bin. Ja, ja, egal, wo du dich langschleichst. Das ist zumindest mein Eindruck. Wenn du jetzt stehen bleiben würdest, würden sie hier angerannt kommen. Da kommt schon der Erste. Ne, der Rote da. Da ist ich. Oben drüber. Der ist oben drüber, alles klar. Gut, dann machen wir. Der Dreckskerl soll brennen! Oh, da ist er. Schweinehaft. Kann ich hier oben rüber? Okay. Nein, etwas. Braucht ihr viel? Oh, was ist das? Drin? Oh, jetzt hör mal auf! So. So, jagt ihr eine Spritze rein? Drück alle Knöpfe. Hä? Okay, jetzt hast du es da rangepfiffen. Jetzt habe ich den genommen statt das Ding. Nein. Das war alles komplett falsch. Aber ich habe jetzt auch. Und. Oh, Beers is ready. Alles klar. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Weil alle 16.000 Leute, die bis jetzt da sind, haben auch nur für uns zugeschaut. Das ist ich doch denke schön. Auch, ja. Ihr könnt jetzt wieder rausgehen. Ja. Ja, Mafia 3 bis jetzt mein Eindruck. Coole Gesichter, coole Story, schöne Sachen, aber fragwürdige Protagonist mit fragwürdigen Entscheidungen, sehr brutal und sehr schießlastig auch. Ja, bis jetzt, ich werde über das Intro hinwegspielen, wie gesagt, ich versuche nochmal ein paar Stunden übers Wochenende reinzubekommen und ich zeige euch am Montag vielleicht einen etwas gefestigteren Eindruck dann davon. Dann viel Spaß mit Beards, ab nach Oke und ich hoffe, wir haben Hauke ferngehalten vom Met und anderen Köstlichkeiten. Ja, wenn ihn einer verführen kann, dann bist du das ja. Ne? Natürlich. Yamas Malaka.